Wofür ist dieser Schlüssel? Wofür ist der? Oh, ein Diamanten. Schön. Haben wir hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Wo sich ein Weg auftut, ne, dann sollte man diesen Weg auch gehen. Okay, ich höre einen Untoten. Ach, der ist keine Gefahr. Jetzt erstmal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Nein? Dann könnt ihr mich auch mal, wer auch immer das hier gebaut hat. Ich laufe am liebsten einfach von den Viechern vorne weg. Das macht nicht immer Sinn. Ja, jetzt würde es zum Beispiel Sinn machen, zu kämpfen, weil man braucht ein bisschen Zeit, um das Schloss zu knacken. Und diese Passagen sind da doch leicht eng manchmal. Okay. Oh, ich habe nur noch eins davon. Scheiße. So, du stirbst jetzt. Dass man zwei Schüsse braucht, das nervt ein bisschen. Weil die Pfeile, die gehen einen auch irgendwann aus. Haben wir hier eine Feuerstelle? Hat sich da jemand rausgegraben? Ach, noch schon wieder diese Dinosaurierviecher. Das gibt's ja nicht. Die sind ja überall. Sind ja schlimmer als Ratten. Und wieder nix. Wo sind wir denn hier gelandet? Nein! Scheiße. Ich höre irgendein Gezische. Ach, Mist! Ja, okay. Versuchen wir es einfach nochmal. Los, komm. 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 Was? Der hat mich getroffen? Verdammtes Mistvieh. Geht ja mal gar nicht. Beim Vorbeilaufen getroffen. Okay, was bin ich auch so dämlich. Ah, schon wieder keine Tür, wo man es benutzen kann. Das Ding. Ja, Zeit für einen Schluck Tee. Der gute alte Billigtee, der wesentlich besser schmeckt als die ganzen anderen Sorten. So, wo sind wir hier? Wieder irgendein Haus. Okay. Ich glaube, da unten waren wir. Nicht sicher. Ich gehe mal bis hier hinten hin. Könnte sich lohnen, hier mal zu gucken, ob hier was ist. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise zahlt sich Neugier nicht aus. Was haben wir hier? Monolith im Wasser, okay. Das kommt mir eigenartig bekannt vor. Na, schauen wir mal, da schwimmt was.
Ein Kristall, okay. Gebeine, mal wieder. Liegt da unten was? Ja, liegt ein Geldbeutel. Sehr schön. Mir geht langsam die Luft aus. 3, 2, 1. Ich brauche Luft. Dankeschön. Ha, Luft. Nicht so reine Luft, weil das hier offensichtlich ein Abwasserkanal war. Ah. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Ich sollte mal eine Heilpotion nehmen. Ich glaube, wenn ich mich richtig angestellt hätte, würde ich das jetzt nicht brauchen. Ja, 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 ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich bin die Spreu. So, okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, dann muss ich einfach wieder den langen Weg nehmen, weil als ich gerade eben da runtergefallen bin. Obwohl, nee, da war, glaube ich, noch ein zweiter Gang. Neben den, Dingern. Dem Swimmingpool. Genau. Ich trinke meinen Kaffee. Meinen Tee, mit ein bisschen Honig mit bei. Gut für die Stimme. Das ist mein Gollum Juice. Wer es nicht weiß, beim Dreh von Herrn der Ringe, wo der die Gollum-Stimme immer machen musste, der musste davor immer ein Gesöff trinken, um die Stimme richtig hinzukriegen. Mitunter war halt Honig drin und noch ein paar andere Sachen. Ziemlich witzig, wenn man so drüber nachdenkt. Aber okay, ist auch keine so einfache Stimme und hier schon wieder ein Schlüssel. Wahrscheinlich ist es ein und dasselbe. Ja, natürlich. Das hätte ich mir auch anders denken können. Ja, ist hier auch nicht. Kann ich hier trotzdem noch irgendwie hoch? Nein, natürlich nicht. Wegen eines Schlüssels, den ich schon habe, bin ich zurückgekommen. Ja, dann müssen wir wirklich den langen Weg gehen. C'est la vie, c'est la vie. Ich freue mich ja schon auf den dritten Teil vom Hobbit. Auf jeden Fall. Habt ihr die Teile schon gesehen? Also, ich finde sie ja ganz cool. Also, nur leider finde ich, dass die einzelnen Zwerge viel zu wenig Zeit haben, um mal, Persönlichkeit zu zeigen, ne? Also ich glaube, die meisten Zwerge haben im ersten Teil überhaupt keinen Dialog gehabt, außer vielleicht ein oder zwei Lines und das war's. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn die mal ein bisschen auf die weiter eingehen würden. Liegt da oben was? Ah, liegt tatsächlich was. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Scheiße, Mann. Oh, kann ich hier einen Seilpfeil hochschicken? So, jetzt speichern. Moment. Nein, ich kann noch nicht mal den Bogen rausholen. Verdammte Kacke. So viel kann unser Meistersieb. Und doch so wenig. Und hier komme ich auch nicht mehr hoch. Scheiße? Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht. Kacke. Da hinten könnte noch irgendwas sein. Nein, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Kacke. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Hier. Toll.
Ich glaube, das Spiel darf ich nochmal neu starten. Dieses Level. Da komme ich nicht mehr hoch. Hier komme ich vielleicht aus dem Teich raus, aber ob ich da irgendwo auf die Balken wieder drauf komme, das kann ich nicht sagen. Scheiße. Verdammte Kacke. Verdammte Brücke da. Einmal hat sie mir geholfen und jetzt... Ach ja. Manchmal sind Entwickler auch richtige Trolls. Geht's hier vielleicht irgendwo lang? Nein. Scheiße. Hier vielleicht? Nee. Hier müsste ich vielleicht einen Pfeil irgendwo hinschießen. Rope Arrow. So. Komm schon, halt dich fest. Dankeschön. Oh, so hoch, so weit hoch kommt man. Interessant, das muss ich mir merken. Dann speichern. Bevor wir wieder die lange Strecke rennen müssen. Oh. Schön. Mehr Licht. Ah, endlich mal was, wo der Schlüssel zu gebrauchen ist. Ja, ich werde mal hier den Bereich nochmal checken. Nach Türen und Gängen. Oh, hat sich schon gelohnt. Was haben wir hier? Ein Gitter. Stimmt, hier sind wir gerade eben rausgekommen. Und hier ist wieder ein Loch. Aber hier können wir wenigstens rausspringen, glaube ich. Hier ist eine Leiter. Und eine dicke, fette Spinne. Stirb, du Vieh! Oh, es ging ja einfach. Da ist noch ein Trank. Cool, wir haben gerade eben einen getrunken und jetzt haben wir wieder einen bekommen. Das gefällt mir. Stirb, Vieh! Vieh. Also nicht Vieh, sondern einfach nur Viech. Da! Stirb! Dankeschön! So, jetzt Heilpotion und umdrehen. Jetzt kämpfen wir wie ein Mann. Mehr oder weniger. Wie ein Mann mit Pornobalken. Da! Jetzt hat mich angekotzt. Du verdammtes Mistteil. So, ich höre nichts mehr. Oh, da ist noch eine Power Station. Ah, sehr schön. Ich finde es immer irritierend, wenn da sowas Rotes ist und wir können nicht dran drehen oder drücken oder so. Okay. Okay. Hätte ja was sein können. Hier liegt auch nix. Ja, da geht's glaube ich zur Brücke. Nee, doch nicht. Mal sehen, funktioniert der Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Ich schlürfe gerne. Das gebe ich gern zu.
Das hat auch damit manchmal zu tun, dass ich glaube, dass es irgendwie besser schmeckt, manchmal. So wie ein alter Japaner. So. Breath Potion, ja, okay, die haben wir jetzt nicht wirklich gebraucht. Oh, jetzt wo ich bei alten Japanern und Schlürfen war, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Ramen-Nudelsuppe. Mann, 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 ich sollte in Zukunft die Klappe halten. Oh, was haben wir hier? Erstmal oben gucken. Nach oben kommen wir immer. Also nach unten kommen wir immer, besser gesagt. Okay, was haben wir hier? Ah, cool. Was haben wir hier? The foolish old man who currently owns the Serpentile's Torque lives on a barren side street west of Cathedral Street Drawbridge. I visited his small but wealthy residence last week in order to purchase the Torque from him, but he obstinately deflected my arguments and offers. He says it is a custom of his people to present a gift of such beauty to their brides-to-be before marriage. At 70 years of age, I don't know what sort of maiden he thinks he'll be tempted to wed him. I'm not sure if I should now proceed to use force or perhaps find a way to pilfer the talk from him. I understand that there is a thief one can hire to who lives nearby, close to the Parent Street. Okay, Parent Street, da wollen wir jetzt mal hin. Parent oder Cathedral Street? West Cathedral Street. Okay. Ich habe jetzt den Markt gesehen. Ich habe da diese. Oh, da konnte man hoch. Sekunde. Jetzt nochmal versuchen. Ah, ja, hier hat man nur einen guten Ausblick nach unten. Ah. Okay, da unten haben wir gekämpft. Und. Autsch. Ja, okay, das können wir. Wir brauchen nicht einen auf Assassin's Creed zu machen und darauf hoffen, dass unter uns irgendwelche Heuballen oder sonst noch irgendwas liegen. Okay, Heuballen könnten wehtun. Heuhaufen. Ich glaube, hier kommen wir wieder da, wo die eine Spinne war. Oder doch nicht? Ah, hier sind wir. Dort, wo eine Powerstation war und uns der Dinosaurier begrüßt hat. Hier gehen wir wieder runter. Entschuldigung, ich habe einen Magen manchmal. Alter, geh hoch. Geh da hoch. Scheiße. Okay, müssen wir wieder einen langen Weg gehen. Mann, Mann, Mann. Ich sag ja, runter geht's immer. Okay, ich höre irgendwas stöhnen. Na, Alter? Ich habe leider keine Zeit für dich. Schön. Glitzer, Glitzer. Oh, hier war wohl mal ein Friseur. Salon. Alter, lass mich zufrieden. Bitte keine Zungenküsse. So, jetzt aber. Okay, es ist nur der Dachstuhl. Ups. Ja, fragt sich nur, wo ich lang muss. Ach, scheiße, ich habe mich schon wieder verlaufen.
Okay, der tote Dinosaurier zeigt mir den Weg. Mehr oder weniger. Nee, da gehe ich dich doch mal hin. Aber. Moment mal, war ich hier schon mal? Ja, der nicht tote Zombie. Untote Zombie. Sagt mir, dass ich von dort gerade gekommen bin. Ja, dieser Ort kommt mir auch seltsamerweise sehr bekannt vor. Ach ja, da werden wir ganz so anfangen. Scheiße, ich habe mich schon wieder komplett verirrt. Mist, die Kacki. Das passiert mir aber auch so oft. Ja, vielleicht sollte ich doch einfach mal da ins Wasser springen. Und den langen Weg zurück. Oder wo sind wir jetzt hier? Ah, hier, da ist er ja schon wieder. Wenn er mich nicht beachtet, kann ich ja nichts für. Dann darf er eben noch länger sein untotes Leben fristen. Obwohl es ist mir auch vorher scheißegal gewesen. Ach Gott. Schüssel? Natürlich nicht. Ups. Ups. Ah, eine Mine. Löse ich die jetzt aus? Wahrscheinlich. Ja, man muss es auch erstmal ausprobieren. Versuch macht ja bekanntlich klug. Oh, eine Mine. Löse ich die aus? Putsch. Ja, für die, die zu schnell reinlaufen. Alles klar. Man stelle sich vor, jemand fragt, würde sich so das so wirklich fragen. Eine Mine, löse ich die aus? Bumm. Natürlich löst du die aus. Du verdammter Vollidiot. Aber ich frage mich, ob es einen Weg gibt, die Dinger aufzuheben, selbst wenn sie scharf sind. Oh. Das ist ja schön. Okay, ich rieche eine Falle. Oder auch nicht. Okay. Soll mir recht sein. Oh, okay, cool. Natürlich gibt es hier nichts zu sehen. Dann kann ich genauso gut neu laden. Weil das Leben kann man genauso gut sparen. Tja, was gibt es noch anderes zu sagen? Außer weg hier. Was haben wir hier? Nur ein paar Fässer. Ich frage mich, ob das irgendeinen Effekt hat, dass es hier hell ist. Statt vorher so dunkel. Vielleicht können die Zombies jetzt nicht mehr so gut sehen. Wer weiß. Vielleicht mögen sie das Licht nicht. Naja, die haben sowieso nichts für Fast Food übrig, also. Pff. Ja. Gehen wir mal hier runter wieder. Au. Das tat weh. Das tat weh. Das war also das Loch, was ich untersuchen wollte.
Ich bin ja auch manchmal ein Gehirnakrobat. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo es lang ging. Oder wo es hinführt, besser gesagt. Ach ja, natürlich. Jetzt bin ich aber angefressen und benutze einfach einen Seilpfeil. Jetzt ist es mir egal. Ich habe ja 7. Woher habe ich denn 7 davon? Ach ja, ich habe ja diverse Pfeile gefunden. Aber 7? Sehr interessant jedenfalls. So, wo ging es denn hier? Ja, hier war eine Brücke, aber nicht die Brücke. Ich war doch an irgendeiner Brücke, war noch eine Leiter dazu. Naja, wir untersuchen mal den Rest des Bereichs. Ach ja, ja, waren wir ja schon drin. Schon gut, schon gut. Oh, eine Tür, die sich einfach mal so öffnen lässt. Wo gibt es denn sowas? Nachher kommen die Zeugen Jehovas so ohne Probleme hier rein. Okay, ich glaube, das war nicht ganz politisch korrekt, was ich da gesagt habe. Aber wer hasst denn Zeugen Jehovas denn nicht? Sag mir das mal einer. Außer Turk von Scrubs, dessen Mutter eine Zeugin ist. Alles klar, ich glaube, mehr finden wir jetzt nicht mehr. Müssen wir nur hier rein. Rechts, nochmal rechts. Und Turks Mutter sieht aus wie Morgan Freeman. Ich möchte mir das wirklich manchmal vorstellen. Morgan Freeman so als Frau. Naja. Interessante Vorstellung. Ah, ist da irgendwas vielleicht? Da liegt was, auf jeden Fall. Und da liegt auch was. Zum Glück bin ich nochmal zurückgekommen. Fuck! Fuck, fuck, die fuck, fuck, fuck. Ich habe eine Idee. Nein, so sieht die Idee aber nicht aus. Und so auch nicht. Komm schon! Ideen! Ideen, Power! So. Ja, sehr schön. Jetzt nicht runterfallen. Dankeschön. So, ist hier noch irgendwas, was ich verpasst haben könnte? Sieht nicht so aus. Ach, natürlich. Und speichern, bevor wieder irgendwas Dummes passiert. Und was die ganze Zeit passiert. Naja. Nein! Ich dachte, bevor was Dummes passiert. Was die ganze Zeit passiert. Nein! Oh. Na, du kleine Spinne. Ist da noch eine? Ups, das ging daneben. Das ging auch daneben. Oh. Das war wohl ein Volltreffer. Ah, Mist. Nochmal. Ach, wir können auch einfach hier auf den Balken. Und dann. Dankeschön. Irgendwas war da drin. Hier ist auch noch etwas.
Watchman's Grave. Okay, ich könnte wetten, dass hier irgendwas mit dem... Dass das irgendwas mit dem Auge zu tun hat. Haben wir irgendein Item, was man hier opfern könnte oder so? Nee. Nicht, dass ich wüsste.